kommen wir zu den Kapseln. Da werden wir jetzt die Achsen hier erneuern. Dazu müssen wir mal messen, welche Stärke hier vorhanden ist. Und dann eine entsprechende Achse hier nehmen. Das könnte schon mal hinkommen. Ja, das ist die Stärke. Und dann werden wir hier diesen Filz etwas weiten, etwas auffeilen. Und dann brauche ich diese Stärke hier. Da kommen dann neue Achsen hier rein. Jetzt läuft es wieder wunderbar. Jetzt testen wir mal, ob es nicht wackelt. Das ist in Ordnung. Und dann können wir die Achse, den Überstand abknipsen. Und dann hat der Hammer hier eine neu geachste Kapsel. Und das werden wir jetzt hier mit allen so machen. Also die alte Achse entfernen. Das Loch etwas weiten, dass die Achse schön läuft und dann eine neue Achse hier reindrücken. Und siehe da, es bewegt sich wieder und wie gesagt, nochmal testen, ob sie nicht zu locker sitzt und wackelt. Das ist in Ordnung. Wie gesagt, die Achse muss so locker drin sitzen, dass die Kapsel sich schön leicht bewegt, darf aber nicht hier in dieser Filzführung wackeln. Also noch einmal. Wunderbar. Ja, die Arbeitsschritte wiederholen sich jetzt immer wieder. Und ich melde mich dann wieder, wenn ich hiermit fertig bin. Und da geht's Telefon. Also bis gleich. Wir machen mal aus so lange.
Ja, damit wären wir fertig mit den Achsen. Und jetzt können wir die Hämmer wieder einbauen. Das heißt, wir werden zunächst ein paar Probehämmer einbauen, rechts und links welche und an den Übergängen. Und dann können wir feststellen, wie dick der Hammerleist gefüllt sein muss. Ja, und danach die restlichen Hämmer alle wieder einbauen. So, dann werden wir mal die Proben hier einbauen. Diskant. Dann hier den ersten der Mittellage. Und den ersten Hammer hier unten im Bass. Nur mal so grob eingebaut. Dann können wir jetzt mal schauen, welcher Filz passt. Probieren wir direkt mal den hier, der ist nicht ganz so dick. Das ist schon direkt die richtige Stärke. Ein bisschen muss man nachher hier brennen. Wunderbar, das wäre der richtige Hammerleistenfilz, den wir jetzt aufleimen. Dazu entferne ich wieder die Hämmerchen, die Proben, die ich mir hier gemacht habe. Und die Mechanik werde ich mir jetzt hier nach vorne kippen, damit ich den Filzstreifen schön gemütlich hier aufleimen kann. Nehmen wir uns da mal das drunter, dass hier nichts passieren kann. So, dann werde ich den Streifen jetzt hier aufleimen und dann sehen wir uns später wieder beim Einbau der Hämmer. Ja, Leim brauche ich. Ja, der Hammerleistenfilz ist wieder drin. Jetzt können wir die Hämmerchen alle wieder einbauen. Was da genau zu beachten ist bei dieser Arbeit, werde ich dann gleich erklären.
Also wichtig ist, dass der Hammer genau mittig auf die drei Seiten trifft. Und sollte er hier etwas schräg stehen, kann man den Hammerstiel erwärmen und den Hammer so richten. Und sollte er bei seinem Weg nach vorne zur Seite wegschieben, kann man unter die Kapsel entsprechende Papierstreifchen kleben. Gibt es in verschiedenen Stärken und dafür sorgen, dass der Hammer bei seiner Vorwärtsbewegung die Richtung nicht ändert. Das wäre also jetzt hier wichtig zu beachten. Der Abstand der Hämmer zueinander sollte gleichmäßig sein. Er sollte die Seiten schön mittig treffen und darf nicht zu einer Seite wegschieben. Hier der, das sieht man sehr schön, der steht etwas schräg. So werden wir jetzt mit allen Hämmern verfahren. Das werde ich jetzt nicht in Echtzeit zeigen. Später, wenn es darum geht, dass wir dafür sorgen, dass alle Hämmer den gleichen Abstand zur Seite haben, werde ich dann die Kamera wieder einschalten. Es geht also darum, dass der Abstand vom Hammer bis zur Seite überall gleich ist. Das kann ich hier mit diesem Messklötzchen kontrollieren und dann gegebenenfalls hier den Hammerleistenfilz erwärmen und dann fällt der Hammer entsprechend zurück. Das wäre also dann der nächste Schritt. Und dann würde ich mal sagen, bis später. Wir erhitzen also dieses Eisen hier. Das ist einfach ein alter Schraubenzieher. Und damit können wir dann die Steighöhe brennen, so nennt man das. Also den Hammerleistenfilz erhitzen und somit dafür sorgen, dass der ein wenig schmilzt und der Hammer dann zurückfällt. Hier sieht man also sehr schön, wie die Hämmer sich bewegen, weil sie zu nah sind. Und mit diesem Eisen können wir jetzt hier den Filz erhitzen und der Hammer fällt zurück. Und wir müssen dafür sorgen, dass alle Hämmer den gleichen Abstand zur Seite haben. Manchmal reicht es, dass man das Eisen hier nur ganz kurz dran hält. Und bei manchen, hier bei denen, muss man halt etwas länger brennen. Das ist also das, was ich jetzt zum Abschluss an den Hämmern zu tun habe. Und danach gehen wir an die Hebeglieder.